So, dann sage ich mal willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir sind ja jetzt immer noch in diesem Zellenblock hier und wollen ja die Dinger mal aufmachen. Das werden wir dann wohl irgendwo hier oben können. So, ich hoffe mal, das Ganze ist jetzt nicht allzu dunkel, denn hier im Spiel ist es recht dunkel. Und im Video wird das ja dann entsprechend auch so sein. Na, mal sehen. Gut, da hinten steht noch einer, den ich jetzt erstmal außer Acht lasse, denn ich kann, glaube ich, hier schon... Was war das? Das habe ich irgendwo eine Tür aufgemacht? Oder schon alle? Verstecken, verstecken. Ach da. Lass uns raus, lass uns raus. Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ich halte es hier nicht mehr raus. Schließe, schließe, mach sie zu. Okay. Ach, hab grad ein Messer gesammelt. Na los, schließ die Luftschleuse, bevor noch mehr kommen. Ja, mach ich. Ja, nun warte doch mal. Ist alles neu für mich. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang. Schöne Uhr. Okay. Diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, die werden sie auch alle erledigen. Los geht's, Kuppel! Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Ja, also, was habe ich jetzt gerade gelernt? Die blaue Anzeige zeigt, dass ich zu sehen bin. Okay, was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder... Achso. Oh, na egal, kann zu bleiben. So, und schon ist die blaue Anzeige verschwunden. Gut. Kann ich die auch ausschießen eigentlich? Was jetzt? Achso. Ich bin ja so sorglos unterwegs. Wo war denn jetzt dieses... Hier. Das heißt, ich habe 6 Schuss. Mehr nicht. 12? Im Magazin? Im Reserve? Naja, gut. Wollen wir mal weiter. Hier sind so ein paar. Aber ich habe einen Schalldämpfer drauf. Also könnte ich, wenn ich wollte... meine Waffe einsetzen. Aber ich bleibe jetzt erstmal... im Hintergrund. Scheiße. Den schnappe ich mir mal. Oh. Sehr gut. Neue Waffe. Kann ich eigentlich auch. Was leuchtet denn hier eigentlich? Achso, natürlich. Schon besser. So. Immer schön das Licht ausmachen. Und sollen wir hier durch? Oh, oh, oh. Das hört sich nicht so gut an. War wohl nichts.
kann ich nicht hin, aber kann hier hoch. Aber hier oben war doch einer, ne? Ja. Ah, shit. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so schlau. Sieht so aus, als wären das alle gewesen. Hörst du das? Okay, dafür sind jetzt alle platt. Zehn und nochmal. Ist jetzt nochmal ein anderes Gewehr? Habe ich das jetzt zweimal? Hilfst du mir jetzt oder was? Alleine krieg ich das Tor nie auf. Ja, sieht so aus, als hätte ich das Ding zweimal. Ja, nun warte mal. Ich will mich doch hier noch ein bisschen umsehen. Aber hier gibt es nichts. Doch, hier ist ein schönes Gewehr. Wir müssen von hier verschwinden, bevor die Versammlung zu Ende ist. In Ordnung? Achso, jetzt tauscht er dann das aus, was ich gerade ausgerüstet habe, schätze ich mal. Dass die Faschisten den Metro nach Leuten mit solchen Eigenschaften durchsuchen. Was ist das denn? Sie nennen Einsperre. Ich dachte, das wäre... Hier hängt was in der Luft. Seine Grubenlampe. Wir produzieren der Metro infiziert und zwei oder drei Generationen ausgestorben. Na gut, was erzählst du mir hier eigentlich die ganze Zeit? Ich höre dir gar nicht zu. Da sollte ein Schalter sein, genau wie der hier. Hab ich. Tor auf. Tor 1. Ja. Lass uns von hier verschwinden. Mal noch eine Klamotte mitnehmen. Nein. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöst wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht. Aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass ich dich zu einem Ranger gemacht habe. Ranger Smith, Sir. So. Reich. Ich folge dir sofort. Zunächst einmal haben wir hier noch ein Dokument. Und in dem steht Folgendes. Okay, wer also lesen möchte, der kann auf Pause gehen, denn ich, wie gesagt, will hier den Spielfluss jetzt nicht so lange unterbrechen. Lese das dann so, schneide das dann weg. So, was ist hier? Alles klar. Security, Platz machen! Bunkerkomplex besetzt! Riesige Lager gefüllt mit Vorräten! Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten! Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen! Okay. Wurde von Sparta eingenommen und besetzt. Die korrupte Hanse und die gierigen Roten fletschen ihre Giftzähne. Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch zum Teufel! Zwei Gefangene haben die Wachen ermordet und sind getötet. Was zum Teufel? Oh, ich lauf immer schnell hinterher. Oh, oh, oh. Mehr als laufen kann ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt wohl das Beste,
was ich hier machen kann. Ja, ich tue alles, was du von mir willst. Scheiße, bist du okay? Halte durch, Artyom, halte durch! Da hast du Miststück! Auf den Boden, du Miststück! Durch, Artyom! Halte durch! Nur noch etwas länger! Mistkerle, verdammt! Was ist grad? Krass, krass. Boah, ich treffe ja... Ich treffe ja gar nichts. Na, zum Glück. Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis, dem Hauptquartier des Ordens. Pavel wird mir den Weg zeigen. Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Drücke Kreis, um aus dem Schienenwagen auszusteigen. Machen wir. Nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben noch 20 Schuss und dort 13. Okay. Was? Ich konnte dich nicht hören, du bist schon wieder vorgelaufen. Pavel. Habe ich auch wieder eine Lampe? Ja. Komm her, ja, Moment. Bin gleich da. Hier gibt's. Artyom, komm mal her. Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Ja, ist gut. Gut. Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Na, was ist los? Was machst du da für eine Scheiße? Ein echter Ninja? Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Soll ich mich vielleicht mal verstecken? Zweiter Wachpost. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Schächten. Bleiben Sie aufmerksam. Es könnten noch mehr da sein. Vergiss nicht, das Lampe auszuschalten, wenn dich im Schatten zu verstecken, um unbemerkt zu bleiben. Dann mache ich die doch mal eben schnell aus. Sicher ist sicher. Da kommt schon was, da kommen die. Wo ist denn mein Schalldämpfer da? Um den mache ich mir keine Sorge. Stimmt. Wer weiß, wie viele von diesen Bastarden sonst noch in den Schatten lauern. Okay, zwei. Was ich weiß, ist, dass wir sie besser finden sollten. Siehst du was? Überprüfen wir die Sackgasse, wo wir schon mal dabei sind. Nur um sicher zu gehen. Jo. Ich messer ich, glaube ich. Und er hat nichts mitbekommen. Sehr gut. Oh, da hat er aber einiges liegen lassen. So. Was? Und das war's auch für dich. Dann kann ich ja wieder aufs Gewehr wechseln. Dann wollen wir noch voll machen.
Und hier bleibt es bei 20. Gut. So, habe ich jetzt hier alles erledigt? Dann kann ich ja... Was ist das denn? Ach ne, hier laufen sie. Da müssen wir mal gucken. Der fährt gerade weg. Wie viel haben wir denn da? 3? Ne, da ist auch noch einer. Okay. Noch automatisches Zielen. Wenn ich jetzt hier L1 drücke, geht er gleich auf den Gegner. Okay. Halte ich mich doch erstmal im Dunkeln. Kann ich hier irgendwo hoch? Aber hier sehen die mich ja gleich. Hier ist es zu hell. So, kann ich mir den schnappen? Oh, später sind sie jetzt gleich. So, einer weniger. Da sitzen noch mal 3. Und eines Tages tauchte das blöde Miststück an einem unserer Grenzposten auf, um nach Mikael zu suchen. Und? Da oben, den könnte ich mir mit der... Aber sie hatte einen Schwanz. Alle Huren... Mit dem Schalldämpfer hier. Nein, ein echter Schwanz. Aber ein kleiner, wie bei einem Hundewelpen. Die bemerkten das, als sie an Filtration... Ja... Oh Mann, was denn jetzt? Das war jetzt nicht so geplant. Denn... Jetzt ist... mein Fernseher gerade ausgegangen. Und dann haben die mich entdeckt. Genau in dieser Situation. Naja, nun muss ich sie mir... alle schnappen hier. Da steht hier immer noch. Auch cool ist ja hier der Schattenwurf. Oha, der verreist aber. Was hat er denn hier? Ja, auch nicht mehr viel Munition. Mal gucken, was das ist. Ach so, sowas in der Art Schrotflinte, ne? Ein Schuss pro Magazin, im Magazin. Oder nehme ich das andere Ding wieder mit hier. Das waren alle. Ups. Dann kann ich hier nochmal sammeln. Was ist das?
Handfeuerwaffe, aber dann behalte ich die mit dem Schalldämpfer. Und dann gehe ich mal nach oben. Guck hier nochmal eben durch. Ach nee, keine Konsole, sondern Dokument. Das war ja nur ein Dokument. So, aber hier kann ich weiter. Da kann ich doch bestimmt das Tor aufmachen, jawohl. Neun. Nein. Sind da immer nur drei drin, oder was? Nee, jetzt lädt er mal noch. Sechs. Ey. Da habe ich auch nur noch 30. Okay, wollte den mal benutzen hier. So. So, geplündert. Und hier auf. Was? Ich ergebe mich. Na, ich hoffe es doch. Ich gebe auf. Sollen die Obermotze es doch auskämpfen. Mir reicht's. Ja, gib mal lieber auf. Aber was ich sehe ich ja jetzt erst, dass jetzt zeigt er mir da ja die Uhrzeit sogar an. 22:59. Okay, ich lese nochmal kurz. So viel Zeit muss sein. Gut, dann sage ich mal, wir sind gnadenlos, oder? Töten. Ich denke mal, das hat auch irgendwie keine besonderen Auswirkungen, oder? Zeitpunkt des Todes, 23:01. So. Dann marschieren wir mal weiter. Was haben wir da? Nix. Was ist das? Auch nix. Ich kann ja mal ein bisschen Licht ins Dunkel machen, bringen. Da ist nicht. Da kommen wir auch nicht durch. Ach, hier. Durch den Schacht. Boah, Spinnen! Und was für Riesenviecher. Alles mutiert. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon? Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Niemals. Bis dahin erstmal. Tschüss.